anlegen, zielen, Schuss. Was schon vor Jahrhunderten bei indigenen Völkern Asiens ein probates Kampfmittel war, ist heute Trendsportart in Fahrdorf an der Schlei. Erika Schmecktal und ihr Mann Rainer sind begeisterte Schützen und veranstalten Wettkämpfe, wo sie den Menschen die Schießkunst näher bringen. Man muss aufpassen, dass man den Pfeil nicht einatmet. Dafür gibt es dann kleine Sicherungen in dem Mundstück. Deshalb immer durch die Nase einatmen und dann durch den Mund ausatmen, dabei eben den kleinstmöglichen Punkt anschauen und dann klappt es. Wir kommen auf den Bogensport, mein Mann und ich, und haben jetzt so eine weniger aufwendige Art gefunden, die gleichen Fähigkeiten zu trainieren, also das Fokussieren, das Konzentrieren, auch ein bisschen Spannen, Entspannen. Wie der Bogen hat das Blasrohr keine Zielvorrichtung. Es kommt auf den intuitiven Fokus an, der sich nach und nach entwickelt. Es ist wie bei Dartspielen, da habe ich auch nur vorne den kleinstmöglichen Punkt, das Bullseye und mache dies. Diese Bewegung und der Pfeil geht dahin. Beim Kegeln, beim Bowling, beim Basketball. Hier mache ich es identisch. Neben alten Menschen kann sich auch die Jugend für den Sport begeistern. Jona ist erst seit einem halben Jahr dabei und schießt bereits jetzt wie ein Profi. Also ich finde das toll, wenn man auf Gummitiere und so schießt. Und ich habe auch sehr Spaß, auf Ziele zu schießen und bin gespannt immer, was ich treffe. Dieses Treffen, 6 mal die 10, wow. Natürlich passiert auch mal eine 8 oder mal eine 9, aber einfach in Gemeinschaft diesen Sport ausüben, finde ich einfach toll. Doch neben dem Spaß steht beim Blasrohrschießen auch die Gesundheit im Vordergrund. Durch das häufige, kraftvolle Ausatmen können Lungenvolumen und Kondition verbessert werden. Meine Mutter ist 91 und die macht das vom Fernsehsessel aus. Ja? Wir haben ja da auf der gegenüberliegenden Wand eine Styroporplatte hingehängt und dann sitzt sie da und pustet und hat auch Ehrgeiz. Also war das jetzt im Schlafzimmer auch, weil da die Entfernungen weiter sind. Auch für Long-Covid-Patienten kann in Absprache mit dem Arzt solch ein Training hilfreich sein. Hier sind die Schmecktals noch im Gespräch mit Lungenärzten. Aber auch gesunden Menschen bringt das Blasrohrschießen Freude, wie das Ehepaar aus Fahrdorf beweist.